Ich werde das auf jeden Fall mirakeln, denn so wahnsinnig gut bin ich nicht im Malen, aber ich möchte, und das ist es sicher wert. Ich habe das Motiv gerade vor Augen. Das muss unglaublich sein. Wie kommt es eigentlich, dass wir immer nur brennende Dinge malen? Nun, ich bin Beides sind Boltax, schön. Brandbringer. Schönste Erinnere uns Situation. noch dran. Das Blau des Wassers. Du kommst in so einen Fluss, inspirierend. Du denkst auch an Eldan Gorbas. Ich erleichtere sie dir zusätzlich nochmal um 3 Punkte. Und. Eldan Gomez ist mittlerweile ein so geiler Maler, selbst sein Geist gibt dir schon bessere Bilder an. Okay, da kommen dann noch 14 drauf und die Dreier Drei Erleichterung dann Erleichterungen. noch 20 mal Punkte. drei. 20 Punkte. 20 Punkte. Damit kann man schon mal Eldan Gorbas zufriedenstellen. Ausreichend. Ja. Du fängst das Schwingen des Wassers an, wie es gegen die Felsen platscht und brandet. Teilweise einige Bruchstücke, die dann blau-gelb leuchtend nach unten brechen. Dann wird irgendwann diese Rabenstatuette befreit und du siehst, wie sich dann hinter diesem ganzen Moos und dem Ruß auch dieses Gold von dem Raben erhebt, der dich gütig anlächelt, nickt. All das auf diesem Bild gefangen. Und du kannst, während du malst, kannst du vor dir auch noch Rafim erkennen, der dort mit seinem freien Oberkörper steht, die Tätowierungen, die über seinen Körper laufen, das Pferd. Und dann blickst du wieder nach oben und malst weiter, wie in einem Rausch. Ja, ein ausgezeichneter Schuss, Diamantis. Ah, sie ist immer noch wunderschön, auch in ihren letzten Momenten, nicht wahr? Muss gestehen, so schön wie jetzt sah sie auch zu ihren besten Zeiten nicht aus. Ein wahrhaft würdiges Ende. Ja, sie ist nun mal wie wir, Alanfanerin, sie leuchtet im Tod. Aber wenigstens haben wir jetzt ein Steuerrad, das bereits Geschichte geschrieben hat. Wir sollten es direkt ersetzen. Ja, das wirst du mit den Handwerkern besprechen müssen. Darfst du nicht die Mannschaft hören, aber man könnte auch behaupten, es sei verflucht. Schließlich stammt das von einem mehr oder minder gesunkenen Schiff. Also, die Golgari ist viel, aber nie gesunken. Ihr wisst, was ich meine. Nun, ich kann mir gut vorstellen, dass Palligan sich ganz schön darüber aufregen würde. Nun, das wiederum ist mir echt egal. Nun, jemand, der sich über etwas aufregt, dem unterlaufen Fehler. Vielleicht wird es uns noch einmal nützlich sein, dieses Steuerrad geborgen zu haben. Ja, er wird es einst selbst berührt haben, er wird es nicht vergessen haben. Immerhin sein Anfang seines Endes. Vielleicht wird es euch eines Tages nützen. Währenddessen setzt ihr eure Segel. Sulamin hat ihr Bild zu Ende gemalt. Ihr habt noch einmal einige Minuten davor verbracht, bis ihr dann nach Yavalasi und Eldikan aufbrecht. Port Honak, Mikan, all die Inseln, die vor euch liegen. Bis Jalan dann mit seinem Dietrich vor der Koschbasaltkiste sitzt. Gut. Sehen wir mal, welche Geheimnisse in dir verborgen sind. Ja, und dann bereite ich vor der Kiste erstmal die ganze Bandbreite an Bestecken aus, die wir ich teilweise in Kontium schon teilweise auch immer auch in der Landfahne auseinander sorry, zusammengesammelt habe. Und fange an, den Mechanismus zu pieksen. Es ist eine Schlosserknackenprobe, oder? Schlösser knacken? -7 mit dem Besteck, ne? Wenn ich jetzt eine Scheiße erzähle, nachschauen, es könnte mich nur 5er sein, dann ist ein 7er. Ja, ich gehe mal davon aus, ihr habt alles mit 7er Qualität. Mirakel, was haben wir nicht? Oh ja, Mirakel, mal das mal. Vermutlich ist es mehr eine Übung im davor sitzen und Facts um Rat fragen und dann sofort die richtige Lösung kennen, als wirklich dann rumzuprobieren. Erste von 8 sind 4. 4 plus 5 sind 9. Nehmen wir uns das also mal an. Ist ein Handwerkstalent, jetzt auch richtig eingetragen. 5 plus 9 sind 14.
14. Das reicht, zusammen mit der Erleichterung von dem Dietrich-Set. Du öffnest die Truhe, klickst, klackst. Abelmir sitzt neben dir, kann dich noch einmal auf den Mechanismus hinweisen, sodass du die Truhe nicht erst gleich anhebst. Ja, ne, die Zange und halte das fest. Ja, genau. Deinen Finger da unterschiebst, verschiedene Drähte beiseite kappst und sie dann öffnen kannst. Du siehst, wie in der Kuschbasaltruhe eine weitere Kiste ist und diese ist mit effortheiligen Glyphen versehen. Und auch der Mechanismus, der dir hätte ins Herz bohren können, ist wohl ein Bolzen aus Gwen Petryl. Unglaublich brüchig, aber er soll seinen Zweck erfüllen und er ihm gleichzeitig mit weiteren effortheiligen Glyphen versehrt. Pflückt den mit einer Zange da raus und händige ihn oder gebe halt die ganze Zange, aber mir hier passt auf, er könnte giftig sein. Ah, sehr interessant. Vielleicht möchte er das, was ich da so ansehen. Ja, das vermute ich auch, ja. Nun, was ist drin in der Kiste? Ich lege erstmal die Zange mit dem Bolzen auf den Tisch. Ich wollte, weil die äußere Kiste war ja schon nicht sehr groß. Die innere wird dann eher so eine Schatulle sein und genau. Stell sie erstmal vor, bei mir auf den Schreibtisch. Ja, mit deiner Schlösserknackenprobe kannst du die auch öffnen. Das ist gar nicht so schwer. Die Koschbasaltruhe war wesentlich schwieriger. Und dann schauen wir rein. In Samt liegt dort ein altes Wurfmesser. Novadischer Stil, verrostet. Mit einer kleinen Gravur. Mit einem kleinen, novadischen Haar. Ein einzelnes Haar. Ist das Elhakirs Haar? Ich mache mal vorsichtig das Messer von dem Kissen, drehe es einmal, drehe es dann wieder rum und lege es dann wieder zurück in die Schatulle. Nun, ihr könnt natürlich auch Untersuchungen durchführen, aber diese ist unterwältigend. Schließ doch von dem Deckel nicht auf den Inhalt. Schon einmal an Hasraball gedacht? Ich meine, der Buchstabe ist offensichtlich novadisch. Dies ist der Moment, in dem ich darüber spekuliere, dass sie vielleicht nach den Logbüchern hätten suchen sollen, bevor wir das Schiff in Brand gesetzt haben, ja? Glaubt ihr nicht, dass diese Logbücher schon lange der Zeit anheimgefallen sind? Für gewöhnlich werden archivierte Logbücher so bei uns auf dem Schiff in Teerpapier eingeschlagen oder in geteerten Stoff. Ihr hättet die Logbücher dort nicht gefunden. Eine Schande, dass wir nicht geschaut haben. Franja konnte diese vom Schiff retten, so wie sie sich selbst gerettet hat. Nun gut. Nun, lasst mich das Messer einmal sehen. Ich werde es magisch zumindest einmal grob analysieren. Und dann würde ich gerne einen Urdem auf das Messer machen und mir dabei Zeit lassen. Das Messer ist nicht magisch. Es scheint nicht magisch zu sein. Was auch immer es ist, sein soll, es soll auf keinen Fall die gefährliche Waffe, die wir vermutet haben. Nun, vermutlich wurde die gefährliche Waffe gestohlen. Im Besitzer des Messers. Aber seid ihr sicher? Natürlich. Er hat das Messer quasi als eine Art Spott. Was? Aber der Mechanismus war doch noch aktiv. Richtig. Kann ich das vielleicht sagen. Ist der Mechanismus zurücksetzbar? Also könnte ich ihn jetzt so wieder zusammenbauen? Boah, schwierig. Also das ist dann eher ein Ding für Abelmir und Feinmechanik, nicht für dich. Du kannst ihn nur knacken. Also es wäre sehr schwer, aber prinzipiell machbar. Abelmir ja, du nein. Ja, ich will es nicht wieder zusammenbauen. Ich frage es nur, ob wir auch immer das herausgeholt hätte, wieder zusammen hätte setzen können. Geht. Nun, das würde zumindest erklären, wieso der Dolch nicht magisch ist und trotzdem in einer Koschbasaltruhe liegt. Oder vielleicht ist das ganze Ding einfach nur eine Finte und es war nie etwas von Wert da drin. Auch das ist nicht auszuschließen. Aber die Finte würde keinen Sinn machen, denn
Niemand außer den an Bord befindlichen Offizieren hat überhaupt Kenntnis davon. Ihr habt recht. So ist es. Ihr habt recht. Das ist tatsächlich... Und aber zumindest haben wir die Truhe. Die wird uns sicherlich noch nützlich kommen. Vielleicht kann Lorgalosch uns den passenden Schlüssel machen, sodass wir den nicht immer knacken müssen. Wie hört er mich dann immer? Mit wem redet ihr? Weiß es nicht, aber ich wollte dich auch gerade korrigieren. Wer ist dieser Lorgalosch? Habt ihr ihn genannt? Ja, ich habe seinen Namen mittlerweile verstanden, aber Er nennt den Ingerim Geweihten so. Irgendeinen Spaß muss ich auf diesem Schiff hier haben. Aber ja, die Kiste, die wird uns gut kommen. Ich weiß nicht, was wir mit dem Messer anfangen sollen. Du sagst, er ist nicht magisch, Boltax? Nein. Diamantis, weißt du, wer von dem Inhalt der Truhe Kenntnis gehabt haben könnte und noch am Leben ist? Nun, einen von denen haben wir dort oben gefunden. Der ist auf jeden Fall nicht mehr am Leben. Nun, bedeutet jemandem ein einzelnes Haar zu geben vielleicht etwas unter Novadis? Vielleicht so etwas wie, ich schulde euch mein Leben oder so? Vielleicht ist das auch nicht. Ihr wisst schon, so wie Zwerge einem ein Barthaar geben und hinwerfen, wenn sie einem die Fehde erklären. Was? Wer hat euch das erzählt? Das habe ich in der Kneipe Nangbar gehört. Nein! Das ist rassistisch und vollkommen ermumpelt. Also... Ja, Lan, ihr zieht jetzt schon so lange mit Boltax herum und ihr wisst doch, wie besorgt er ist mit seinen Barthaaren. Nun, Boltax hat doch noch nie jemandem die Fehde erklärt. Warum sollte ich auch? Nun, siehst du, weil Boltax von Natur aus ein friedliebender Zwerg ist. Aber so sind sie ja nicht alle. Aber, niemand würde sein Barthaar ausreißen und dem Feind vor die Füße werfen. Man würde vielleicht... Man sollte allgemein seinem Feind nicht seine Haare geben. Richtig. Wahrscheinlich würde man die Fehde erklären, indem man nun ja etwa, nun, ihr wisst schon, wenn das Knie eines Zwerges die unteren, nicht so gut gepolsterten Teile trifft. Früher hat man den Lottenacher doch mit dem Panzerhandschuh ins Gesicht gehauen. Aber nein! Naja, kann ich den Dolch mal anfassen oder nicht? Ich halte es nicht unbedingt für das Klügste, ihn allzu sehr zu bewegen. Die Glyphen hier auf... sind doch die Zeichen des Efforts. Vielleicht ist das ja auch gar nichts Magisches. Es ist nur ein Buchstabe, eine Sigille, eine Namenssigille vielleicht. Und aber warum sollte die Golgari einen Effortheiligen Gegenstand an Bord haben? Mir scheint es, als wäre diese Truhe speziell dafür gebaut worden, um... nun ja, gegen Diener der Widersacherin Efforts zu schützen. War jetzt der Bolzen aus Gwenpetrol oder der Dolch? Der Bolzen ist aus Gwenpetrol, der die Kiste gesichert hat. Das heißt, wenn du sie aufmachst und du bist nicht so clever, dann schießt dir erstmal ein Gwenpetrol Bolzen mit Effort-Sigillen ins Herz. Was aber interessant ist, denn Gwenpetrol ist ein richtig, richtig mieses Material für Geschosse. Und der Dolch ist aus ganz normal. Der Dolch ist ein verrosteter, novadischer Dolch, ein Wurfdolch mit einem H darauf, eine Unauer Sigille. Den Bolzen hat Jalan da jetzt aus der Halterung genommen, der liegt da wahrscheinlich neben der Der liegt noch in so einer selbstklemmenden Zange auf dem Tisch, genau. War schon so eine Chirurgenzange im Grunde. Jalan, tut uns doch bitte... einfach den Gefallen und berührt das Ding endlich. Dann wissen wir es. Bitte? Nur welches Ding? Schon in der Hand. Ich dachte, du hättest es mit einem Tuch oder so da rausgeholt. Du meinst den Dolch? Nee, also ich trage Handschuhe nämlich an, so als übliche Vorkehrungsmaßnahme, ein Schlösser knacken, aber ansonsten... Okay, ja gut. Und wäre es ein unheiliger Gegenstand, hätten wir dann wohl seine Präsenz bereits bemerkt. Ja. Ich greife nach dem Bolzen und schaue mir ein bisschen mal... Das ist ja interessant. Es scheint wirklich, als sei die Truhe speziell gesichert gegen, einen Diener der tiefen Tochter. Aber warum dann der Dolch?
Novalis haben doch nicht mal ein Konzept von mir. Ich glaube, diesen Bolzen werde ich behalten. Ich weiß schon, für wen ich mir den aufspare. Nicht bevor Haswolf sich das nicht angesehen hat. Er könnte vergiftet sein. Aber es stimmt tatsächlich, dieser El-Hak hier ist doch Novadi, oder? Ich glaube auch. Und ich denke, da der Dolch nicht magisch ist, ist wohl auch eher an einen Piraten als an einen Erzmagier zu denken. Und wir wissen mit Sicherheit, dass er einmal auf dem Schiff war. Dann sollten wir ihm wohl einige Fragen stellen. Am besten mit der Klinge voran. Naja, entweder es ist ein Opferdolch oder es ist eine gesegnete Waffe, nehme ich an. Und habt ihr zufällig einen Paktierer zur Hand, an dem wir es testen können? Nein, aber wir scheinen immer wieder auf solche zu treffen. Vielleicht beim nächsten? Ihr habt natürlich recht. Naja, vielleicht ist der Dolch auch für ein Ritual vonnöten. Oder es ist so, wie ich es gesagt habe, und die eigentliche Waffe ist längst entwendet worden. Wir sollten in Erfahrung bringen, wann zuletzt jemand diese vermeintliche Wunderwaffe zu Gesicht bekommen hat. Einmal angenommen, sie ist am gleichen Tag verschwunden, wie Darion Paligan von diesem Schiff entführt wurde. Und danach hat auch einfach niemand mehr die Kiste geöffnet. Nun, aber wenn wir das in Erfahrung bringen können, können wir gleichzeitig auch in Erfahrung bringen, was sie eigentlich sein sollte. Denn wenn sie jemand zu Gesicht bekommen hat, müsste er unweigerlich wissen, wie sie aussieht. Ich glaube nicht, dass sich der Inhalt seit Paligan auf diesem Schiff war nicht geändert hat. Zumindest konnte ich beobachten, wie sie auf das Schiff getragen wurde. Ich weiß nicht, ob der Inhalt gewechselt wurde. Nun, wenn dieser Dolch El-Hak hier wirklich gehörte, dann müssen wir nach den Spuren von El-Hak hier suchen. Sein Nachfolger oder sein Erbe hat vermutlich diese Waffe dann oder dieses, was immer hier drin war. So, und es scheint zumindest, als hätte er uns das ganze Schlamassel eingebrockt, ob nun willentlich oder nicht. Meine Frage an den Hintergrund, wissen wir, dass El-Hak ja tot ist? Nein, weiß niemand. Okay. Nur ein Talusa. 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 Vielleicht weiß Kuris was über die Truhe. Ich habe überlegt, ob er noch was wissen könnte, aber... Vielleicht sollten wir den Überbleibseln der Schwarzen Armada nicht offenbaren, dass wir die Truhe mit ihrer angeblichen Geheimwaffe drin haben. Das halte ich auch für eine gute Idee. Denn ihr wisst ganz genau, sobald... Nur zum einen werden sie es vermutlich nicht unbedingt wohlnehmen. Und zum anderen, sobald wir was auch immer die eigentliche Geheimwaffe ist, bergen konnten, werden sie darauf bestehen, dass wir sie umgehen, dann sie zurückführen. Und ich verlasse mich nicht darauf, dass die Giganten wissen, wie man mit so etwas umgeht, was auch immer es dann am Ende ist. Also suchen wir diesen El-Hak hier. Nun, ich könnte mir schon vorstellen, dass Kugris einigermaßen erfahren im Umgang mit so etwas wäre. Und Kugris kann sich gegen den Rat der Zwölf wie lange behaupten, wenn sie jetzt wirklich darauf anlegen? Nun gut, das ist ein Argument. Ich glaube, heißt ja nicht, dass Kugris dem Rat etwas mitteilen muss. Wir haben das immer nur ein Stein im Brett. Das wiederum ist richtig. Aber... planen wir solche Dinge doch vielleicht, wenn wir das Tag wirklich haben. Das ist richtig. Jetzt darüber zu philosophieren, bringt uns nicht weiter. Gut, dann ist der nächste halt wohl Talusa. Zum Glück Talusa? Haben wir so, ne? Nein, wir fahren nach Sorak. Nach Sorak, versteht sich. Ah, wir werden von Sorak aus, ich denke dann über die Maraskan-Kette nach Talusa fahren. Wieso, ist das sein Heimathafen? Aber mir sprach von Talusa, ich weiß es auch nicht mehr. Nur wir müssen seinen Spuren fahren, wir wissen nicht, wo er ist. Warum sagt ihr dann Talusa? Nun, es ist seine Heimat. Stammt er nicht aus der nomadischen Gegend? Solche Dinge weiß ich doch nicht, aber Talusa gehört nicht zu den Novalis. Nun, es ist zumindest nahe. Es ist nicht weit in die Krom von dort aus. Wir wissen also gar nichts, ja? In der Tat. Ja. Hervorragend. Nichtsdestotrotz, Talusa. Ich würde ihm zwar nicht raten, jemals Talusa anzulaufen, aber... Denn Avemir hat in der Tat recht, es ist vermutlich
Abgesehen von Port Korat, der nächste Hafen an den Ländern der Novalis. Nun. Und so segelt ihr weiter. Die nächsten zwei Tage in Richtung Sorak. Vorbei an Mikan, Ibekla, Ulikani, Ilvat, Numesi. Immer mal wieder das ein oder andere Schiff, was ihr trefft, Piraten, die ihr abwehren könnt, bis ihr dann vor dem gewaltigen Vulkan von Sorak steht, der rauchend eine Fahne in den Himmel zieht.